Eine Kleinigkeit möchte ich euch jetzt gerne noch im Anschluss zeigen. Und zwar geht es darum, wie man aus mehreren Lipo-Einzelzellen ein meiner Meinung nach ideales Akku-Pack herstellt. Ich brauche für ein Projekt einen Akku, der so grob 12 Volt liefert, bei möglichst großer Ampere-Leistung. Das heißt, wir haben hier 6 Zellen mit 1800 mAh. Jede Zelle hat nominell 3,7 Volt. Das heißt, 3 Zellen in Serie ergibt, so nach meinem Rechenvermögen, grob, ganz grob 12 Volt. Plus minus, ne, ist klar. Und zweimal 1800 mAh parallel, weil wir dann 3 Zellen in Reihe und dann die anderen 3 Zellen parallel machen werden, ergibt dann 3600 mAh. Das ist für die Anwendung eigentlich perfekt. Weil das Ding, was ich mir herstellen möchte, braucht ungefähr 4 Ampere. Und ja, dann hält das Ganze ganz grob eine Stunde durch. Da kann ich mit leben. Gut, fangen wir an. Wir brauchen dafür im Prinzip nur unsere Zellen, etwas Draht, etwas dickeren Draht. Ich nehme hier ganz normales 2x1,5 Netzleitung. Ist jetzt nicht so unbedingt das Optimum, allein von der Farbe her schon mit Blau und Braun, aber man kann damit leben. Es ist schön flexibel und es kostet fast nichts und es hält definitiv 16 Ampere aus. Von daher passt. Dann brauchen wir ein bisschen dünnere Leitung. Am besten auch in verschiedenen Farben, weil wir möchten auch einen Balancing-Anschluss anbringen. Außerdem, was viele Lipo-Ladegeräte unterstützen, sind Temperatursensoren. Allerdings habe ich da schon festgestellt, dass ein ganz bestimmter in der Regel gebraucht wird, nämlich ein LM35. Ich habe glücklicherweise ein paar davon. Aber ich sage euch, die Dinger sind scheiße teuer. Also könnte man drauf verzichten, aber ich sag mal, da ich diese Akku-Packs unbeaufsichtigt laden möchte, werde ich definitiv einen Temperatursensor da einbasteln. Einfach mit dem Gedanken, sicher ist sicher. Außerdem verwenden werde ich ganz stinknormales Isolierband. Schöner wäre jetzt natürlich Schrumpfschlauch, aber ich habe keinen Schrumpfschlauch in der entsprechenden Größe. Das wäre schon ein sehr, sehr großer Schrumpfschlauch. Wir werden eine Größe von 2 Zellen in der Breite und 3 Zellen in der Höhe erhalten. Entsprechend würden wir da jetzt einen sehr, sehr großen Schrumpfschlauch benötigen. Und so einen Schrumpfschlauch habe ich nicht, wie schon gesagt. Deswegen greife ich auf ganz stinknormales Isolierband zurück. Schwarz nehme ich hier, einfach weil ich das Schwarz am meisten habe. Farbe ist ja im Endeffekt vollkommen egal. Ihr könnt auch Pink nehmen, wenn ihr wollt. Also ich bevorzuge dann doch etwas Dezenteres. Okay. Außerdem braucht man natürlich unseren vertrauten Lötkolben, Lötzinn und das war's. Ich würde jetzt grundsätzlich empfehlen, diese Arbeiten an leeren Akkus durchzuführen. Diese Akkuzellen sind jetzt allerdings geladen, deswegen muss ich da ein bisschen mehr aufpassen, dass ich nicht versehentlich beim Löten irgendwelche Kurzschlüsse fabriziere. Aber naja, das kriegen wir schon hin. Auf geht's. Achso, worauf ich achte als allererstes. Man sieht, ich habe hier die Zellen schon nach der Kapazität geordnet. Und es ist relativ praktisch, dass wir jeweils 3 Zellen haben, die ungefähr die gleiche Kapazität noch besitzen. Das heißt, diese 3 werden jeweils in Reihe geschaltet, damit das Balancing etwas weniger aufwendig werden wird, sage ich mal. Während wir bei diesen Zellen diese halt ebenfalls in Reihe schalten werden, aber diese 3 Zellen mit diesen 3 Zellen parallel verknüpfen. Ich beginne damit, dass ich mir von dem Draht die Einzeladern, also die einzelnen Litzen aus der Ummantelung heraushole. Manchmal reicht es, indem man die einfach auseinanderreißt, aber dieses Kabel ist ziemlich robust, das funktioniert nicht so leicht. Also einmal mit dem Cuttermesser vorsichtig anschlitzen. Gucken, dass man dabei möglichst nicht die Adern zerstört.
Und dann kann man das Ganze rausziehen, eine Ader nehmen und mit etwas Kraft herausreißen. Wenn es mit der einen Ader nicht funktioniert, die andere versuchen, weil dann haben die sich quasi intern über Kreuz gelegt. Und wenn ich natürlich an dem ziehe hier, dann hängt die andere Ader im Weg. Also einfach ausprobieren. Und dann funktioniert das wunderbar, wie man hier sehen kann. Zack, schon ist sie draußen. Die andere noch hinterher. Und schon haben wir zwei relativ dicke Drähtchen, die wir verwenden können. Ich halte mich hierbei von der Kabelfarbenbelegung an die Belegung im Stromnetz. Also werde ich das braune Kabel verwenden für die spannungsführende Leitung. In dem Fall also den Pluspol, während ich die blaue Leitung verwenden werde für die Seite der Batterie, welche quasi den Minuspol inne hat. So, die Leitung habe ich jetzt in der Mitte halbiert, damit ich zwei gleich lange Stücke habe. Warum, wird man später erfahren. Und dieses hier machen wir das gleiche, auch wieder an einer Seite festhalten, umklappen und zack, durch. Haben wir auch wieder zwei gleiche. Die Enden werden abisoliert, aber auch nur auf einer Seite erstmal. Auf einer Seite deswegen, da wir diese jetzt direkt an die Akku-Packs anlöten werden und es natürlich jetzt nicht so schön wäre, wenn unsere gerade frisch erstellten Nanu. Weil unsere gerade frisch erstellten Akkus sollen sich ja nicht direkt wieder kurz schließen. Das wollen wir ja dann doch vermeiden. Die Enden werde ich verzinnen. Dann nehme ich mir einen Akku. Entferne da das Massekabel. Nehme mir ein neues blaues Kabel und löte dieses an. Dabei achte ich darauf, dass ich die ganzen Anschlüsse hinterher in eine Richtung zeigend habe. Das heißt, wenn der nächste Akku hier drauf kommt, da ist Minus, da ist Plus, also so rum. Wenn der nächste Akku dann gleich da drauf kommt, wird auch das Balancing-Kabel von diesem und diesem Anschluss ebenfalls in diese Richtung ausgeführt werden. Einfach, damit wir die Batteriekontakte selber nicht noch in unnötigem Stress aussetzen. Gut, für Masse empfiehlt es sich jetzt natürlich, ein schwarzes Kabel für das Balancing zu nehmen. Da fummel ich doch gerade mal eben eines her. Auch hier wieder eine Seite abisolieren. Wo ist mein Lötzinn? Mein Lötzinn ist weg. Dann nehmen wir noch neues. Ist ja nicht so, als wären wir arme Leute und hätten keinen Lötzinn, ne? Ups. Ich sollte vielleicht die Akku-Packs darunter wegnehmen. Naja, nichts passiert. Legen wir die doch mal hier oben drauf, da stören sie nicht. So. Einmal, zweimal. So, der ist fest.
Und was wir jetzt direkt machen werden, ist, wir werden diesen einen Anschluss schon mal mit ein wenig Isolierband festkleben. Weil das Problem bei diesen Flatpacks hier von diesen Lithiumzellen ist, wie ich bereits gerade beim Anfang des Videos feststellen durfte, diese Anschlüsse sind unglaublich empfindlich. Die Dinger reißen so schnell ab, wie man bei diesem Pack sogar sehen kann hier, das ist eigentlich der positive Anschluss. An einem positiven hängt normalerweise bei diesen hier so eine Lötfahne, da biegt man dreimal dran, dann ist die ab. Von daher, naja, sie ist nicht so ideal gelaufen bei diesem einen. Aber naja, nichts, was man nicht wieder retten kann. Wie man sieht, der hängt dran, wunderbar, alles schön. So, da ist der Minuspol von unserem Akku-Pack, dann kommt der nächste da drauf. Da ist der Pluspol, hier ist ein neuer Minus, also kommt das so da drauf. Da wir ja drei Stück in Reihe schalten möchten. Das weg. Das so. Jetzt müssen wir gucken, dass wir diese beiden Pole miteinander verbinden. Es könnte an der Stelle jetzt ein wenig haarig werden, weil diese eine halt abgerissen ist. Deswegen werde ich erstmal gucken, dass ich da irgendwie neues Zinn dran bekomme, dass man da überhaupt irgendwie was anschließen kann. Das könnte, wie gesagt, ein bisschen haarig sein, weil das extrem eng abgerissen ist. Und ich möchte das Akku-Pack auch nach Möglichkeit nicht zu lange erhitzen. Weil Hitze ist auch so eine Sache, die so ein Akku natürlich nicht so toll findet. Ja, das sieht gut aus. Das funktioniert. Okay. Das Akku-Pack ist auch nicht zu heiß geworden. Das ist schon mal gut. Ach, der bleibt doch da liegen. So. Jetzt können wir diese vereinen. Jetzt sehe ich das nochmal in die Kamera. Also wie gesagt, es gibt definitiv keinen Schönheitspreis, aber funktioniert, sollte halten, passt schon. So, als nächstes, von schwarz angesehen, würde ich jetzt so vom Gefühl her braun vermuten. Das ist ein bisschen kurz gewesen. Ruhig etwas spendabel sein mit den Sense-Leitungen. Den Balancing-Leitungen. Kann nicht schaden, da etwas mehr Spielraum zu haben. Kürzen kann man es hinterher immer noch. So, und den löte ich jetzt auf diese Seite hier an. Gut, nächstes Pack. Wir brauchen noch eins mit 2000 und irgendwas. Dieses. 2100 mAh. Auch da. Den wieder abmachen. Das ganze Zeug ist im Weg. Dann werde ich diesen Anschluss einmal umfalten, den Plus-Anschluss. Minus legen wir hier an. Auch den können wir umfalten, in der Hoffnung, dass er nicht abreißt. So, die sind ordentlich aufeinander. Und dann verbinden wir das doch mal. Jawohl, das hängt zusammen. Auch hier machen wir jetzt wieder ein Stückchen Isolierband rum, damit die sich nicht zu sehr auseinander bewegen. Sonst reißt uns hinterher noch diese Verbindungsstelle ab, das wollen wir ja nicht. So. Wunderbar. Dann kommt da ein Sense-Gerätchen dran.
Nach Braun würde ich persönlich jetzt vielleicht Rot erwarten, aber Rot kann ich nicht sehen. Dann nehmen wir, was immer das ist. Das sieht aus wie Grün. Nein, das ist Orange. Komm ran. Gelb. Nehmen wir Gelb. Gelb. Einmal abisolieren. Einmal verzinnen. Und einmal anlöten. So. Das sieht gut aus. Nein, sieht es nicht. Das hat sich wieder gelöst. Wundervoll. Dann machen wir es nochmal fest. Wo ist das Problem? Also man sieht, es ist ein bisschen Fummelei, die Dinger zusammenzubekommen, weil dieses Metall, was dafür die Anschlüsse verwendet wird, das ist jetzt nicht so das Beste zum Löten. Aber naja. Jetzt schon, ne? So, jetzt ist es dran und jetzt ist es auch an beiden Kontakten dran. Nein, wieder nicht. Diesmal scheint es geklappt zu haben. Diesmal scheint er richtig dran zu sein. Ja, ich krieg's diesmal nicht auseinandergerissen. Wunderbar. Dann machen wir hier auch wieder einen kleinen Isolationsstreifen drüber, was wir gerade beim vorherigen Akku vergessen haben. Aber naja. Kriegen wir aber noch dazwischen gestopft. Das geht. Wird dann zwar nicht so schön, aber naja, muss nicht schön aussehen, muss funktionieren. Jetzt haben wir da auch eine leichte Isolation drüber. Es geht ja nur darum, dass der nicht vielleicht durch irgendeine Biegung oder sowas plötzlich nach hinten geht. Und dann dazu Kontakt macht, das wollen wir ja schon vermeiden. Diesen Anschluss biege ich jetzt einmal nach oben, dass wir so eine Art U haben. Kann man nicht erkennen, weil wieder dieses grüne Zeugs im Weg ist hier. Ja, jetzt kann man es gut sehen. Wir bilden quasi so eine Art Kelch, wo wir dann wunderbar unseren Draht hineinlegen können oder unsere Drähte, mit denen wir dann das Ganze anschließen wollen. Da haben wir jetzt den positiven Bereich, also nehmen wir dafür Rot. Ich weiß gar nicht, ob es irgendeine Konvention gibt, welche Farben man für die Balancing-Anschlüsse verwenden sollte, außer Plus bei Rot und, nein, Rot bei Plus und Schwarz bei Minus. Wüsste ich jetzt so spontan nicht, aber wer weiß. Wenn jemand was weiß, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Das hilft sicherlich den einen oder anderen sehr. Wo ist mein rotes Kabel? Da ist mein rotes Kabel. So. Das sieht gut aus.
Auch hier wieder zur Isolation. Isolierband drum. Und damit dann alle Drähte in die entsprechende Position geführt werden, werde ich hier dann auch noch mal ein bisschen Isoband dran machen auf diese Seite. Bevor wir uns der zweiten Hälfte widmen. Also der zweiten Hälfte der Akkumodule. An dieser Stelle werde ich nicht tun. Das kommt erstmal beiseite, das ist fertig und das nächste Set kommt. So, unsere beiden Akku-Packs sind jetzt soweit fertig. Kommen wir zu dem kleinen Temperatursensor, der LM35. Hey, man kann es sogar eventuell lesen. Ich bin begeistert. Der LM35 wird deswegen gerne von diesen Akkuladegeräten erwartet, weil die Implementation des LM35 einfach unglaublich simpel ist. Schade ist halt, dass das Ding entsprechend teuer ist. Aber naja. Meistens kriegt man so, wenn man öfters mal was mit Akkus macht, die Dinger gibt es häufiger mal in so, ja, 10er-Päckchen oder sowas bei eBay. Ich habe mein 10er-Päckchen jetzt für 5 Euro erstanden. Das ist zwar auch noch teuer, aber es geht. Man kann damit leben. Naja, fangen wir an, das Ding anzuschließen. Wir brauchen eigentlich da nicht großartig viel für, außer unseren Temperatursensor, bisschen Lötzinn und 3 Drähtchen, aua heiß. Oh Wunder, es wird heiß, wenn man dran lötet. So, die Pinbelegung von dem LM35 ist eigentlich einfach. Wir schauen von unten auf das Teil drauf. Hoppala. Und haben hier 3 Beinchen. Das von unten gesehen linke Beinchen ist V+, also Spannungsversorgung. In der Mitte haben wir das Signal. Und das rechte Beinchen ist schlicht und ergreifend Masse. Und entsprechend werden wir das verkabeln. Ich verwende für V+ traditionell rot, für Masse schwarz und für ein Signal irgendeine Farbe. Ich habe jetzt mal hier weiß genommen. Und entsprechend werden wir das jetzt anlöten. Nicht vergessen, mit ein bisschen Schrumpfschlauch zu isolieren oder sonst was. Wir wollen ja nicht irgendwelche Kurzschlüsse erzeugen. Gut, das ist dran. Dann etwas Schrumpfschlauch. Ein technisch adäquates Schrumpfmittel. Gibt nichts Besseres. So. Jetzt haben wir unseren Temperatursensor, unsere beiden Akku-Packs und das wollen wir jetzt vereinen. Ich weiß, wie bei meinen Akkus, wo die hin sollen. Entsprechend habe ich da die Länge der Drähte gewählt. Und zwar habe ich es ganz bewusst so gemacht, dass die Sense-Leitungen kürzer sind als die Anschlussleitungen, denn ich möchte das Ganze ein bisschen getrennt führen. Die Sense-Geschichte geht nach oben weg und die stromführenden Leitungen gehen nach unten weg, zwischen den Akkuzellen quasi her. Und das hat einen ganz simplen Grund. Gleichzeitig möchte ich hier zwischen den Temperatursensor verstecken. Und hier drauf kommt dann quasi das andere Akku-Pack. Es hat folgende Vorteile für mich an dieser Stelle. Erstens, dadurch, dass hier jetzt die Leitungen zwischenherlaufen, habe ich ein bisschen Abstand zwischen den beiden Akku-Packs, sodass der Temperatursensor dazwischen passt, ohne
dass er in die Akkus reingequetscht wird. Ich meine, auch wenn dieses TO92-Gehäuse jetzt nicht unbedingt das größte ist, ich habe das, als ich dieses Akku-Pack hier gebaut habe, habe ich gemerkt, dass es auch schon ein bisschen sehr eng ist, wenn es in der Mitte dazwischen ist, ohne dass die Leitungen das ein bisschen distanzieren. Aber, naja, man lernt nie aus, ne? Daher gehe ich jetzt hin, werde die Leitungen hier runterführen und das Ganze nochmal mit etwas Isoband fixieren. Apropos Isoband, wo ist es hin? Da ist es hin. So. Die Leitungen darunter. Das Ganze jetzt relativ straff da lang. So. Dann kommt der Temperatursensor daran, schön in die Mitte hin. Man könnte das jetzt noch mit ein bisschen Wärmeleitkleber da ankleben, aber ganz ehrlich, man muss es nicht übertreiben. So, den zweiten Akku behandeln wir auf die gleiche Art und Weise, indem wir das hier erstmal da unten durchführen. Und dieses Käbelchen auch. Das Ganze wird dann erneut festgeklebt. Und dann wird das verheiratet. Und wir sehen dadurch, dass der Temperatur, dass die Kabel das jetzt etwas distanzieren, haben wir hier wirklich ausreichend Platz für den Temperatursensor dazwischen. Da quetscht nichts, da drückt nichts. Das ist meiner Meinung nach optimal so. Außerdem können wir auf die Art und Weise jetzt natürlich die Temperatur von beiden Akku-Packs gleichzeitig sehr gut messen. Da das Ganze in der Mitte ist, wo die Temperatur naturgemäß am höchsten wäre, wenn die Dinger denn mal heiß werden sollten, wovon ich ehrlich gesagt nicht ausgehe. Aber naja, man weiß ja nie. So, da mache ich jetzt einfach nochmal einen Streifen rüber, damit das erstmal weiß, dass es gerne jetzt wieder zusammenbleiben darf. Das gleiche auch hier. So. Und jetzt wäre unser Akku-Pack eigentlich schon fertig. Was ich noch an der Stelle machen möchte, ist, ich möchte gerne direkt getrennt die einzelnen Sense-Leitungen hier bereitstellen, indem ich die einfach einmal kurz nach außen führe und da ein Streifchen rüberklebe. So. Und dann die zweite Lage nach außen führen. So, und auf diese Weise kann man jetzt, wenn man das Ganze mal ein bisschen spaltet,
kann man allein schon optisch sehen, dass das zwei verschiedene Sense-Leitungen sind, die dann wunderbar auseinanderzuhalten sind. Und so könnte ich rein theoretisch, wenn ich möchte, und ich entscheide, dass das Ganze doch nicht mit 12 Volt, sondern mit 24 Volt laufen soll, kann ich hingehen, weil ich auch diese Leitungen hier, gut, die Temperatur jetzt nicht, aber dass ich auch die stromführenden Leitungen jeweils für jedes Akku-Pack getrennt habe, habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich möchte die entweder parallel oder in Reihe verschalten. Und so kann ich auch das Gleiche mit den Sense-Leitungen machen. Und im Endeffekt bin ich so einfach ein bisschen flexibler und könnte auch eventuell hingehen und das Ganze von der Ladung her optimieren, indem ich eventuell noch irgendwie eine Steckverbindung dazwischen mache, zwischen jeweils zwei Akku-Packs. Quatsch, zwischen den beiden Akku-Packs eine Steckverbindung zwischen mache. So bin ich eigentlich relativ flexibel. Das Ganze wird jetzt nochmal ein bisschen mit Alufolie. Das Ganze wird jetzt nochmal richtig schön mit Isolierband eingewickelt. Das ist einfach nur, damit das etwas stabiler ist. Dabei sollte man das jetzt nicht unbedingt zu stramm machen, weil wir haben ja gesehen, was mit Akkus passiert, die nicht korrekt gelagert werden. Die blähen sich auf und wir wollen ja nicht, dass das ganze Ding so sehr unter Druck steht, dass die Teile, weiß Gott, wohin gehen mit ihrem Dampf, der da entsteht oder was immer das ist, oder ihren Gasen. So, wir möchten ja schon, dass die sich im Rahmen aufblähen können. Deswegen nicht zu stramm rumwickeln, sodass da noch ein bisschen Platz ist. So. Und das war unser Akku-Pack. Jetzt müssen wir das nur noch mit Anschlüssen unserer Wahl versehen. Für diese Anschlüsse könnte man zum Beispiel die entsprechenden, wie heißen sie, EH, glaube ich, Steckverbinder verwenden. Aber ich persönlich bevorzuge dafür ganz stinknormale Pfostenstecker. Also diese Teile, die reichen mir da vollkommen aus. Und für den Hochstromanschluss gibt es zum Beispiel diese, ich glaube XT heißen sie, diese Stecker, die funktionieren wunderbar, die sind schön stramm, können ordentlich Strom übertragen. Ja, so kann jeder für sich jetzt selber entscheiden, wie er das genau noch konfektionieren möchte. Ich belasse es erstmal hierbei, weil ich werde dieses Modul jetzt fest verkabeln. Entsprechend brauche ich da jetzt keine Steckverbinder bei. Und dann werden wir mal sehen, wie sich das schlägt. Aber ich habe so die Vermutung, dass das doch eigentlich ein ganz nettes Akkumodul werden wird. Das war es auch schon wieder mit dieser Episode von Tinkertubes Lab. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung und ein Abonnement sehr freuen. Teilt mir doch auch eure Meinungen in den Kommentaren mit und verbreitet dieses Video in den sozialen Medien. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, euer Isjölfir.